Frau Vera Finn von der Bürgerstiftung Region Neumarkt hat sich bei uns gemeldet und ist der Meinung, Helmut Rauscher aus Berngau hat den Blumenstrauß der Woche verdient. Frau Finn, warum? Unser Helmut Rauscher macht ja sehr viel schon bei der Bürgerstiftung im Vorstand. Dort ist er der Vorsitzende. Aber er hat sich jetzt noch ein weiteres Ehrenamt gesucht und das ist im Impfzentrum. Das fängt morgens um 7 Uhr an mit Koordination der Menschen vor Ort bis hin, welches Impfserum ist an welchem Tag dort. Er ist oft im Landratsamt unterwegs und es macht er alles ehrenamtlich. Aha, wir überraschen scheinbar den Herrn Rauscher bei der Gartenlektüre. Kommen Sie doch kurz zu uns, bitte. Herr Rauscher, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns und von der Bürgerstiftung Region Neumarkt den Blumenstrauß der Woche für Ihr ehrenamtliches Engagement rund ums Impfzentrum in Berg-Loderbach. Wir waren alle ganz erstaunt, dass du zu deinem Ehrenamt für die Bürgerstiftung Region Neumarkt auch noch Zeit hast für das Impfzentrum und die Koordination, Organisation. Toll. Also wir finden, das ist auszeichnenswert. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ja, das ist was Neues. Ja, ich mache das unheimlich gern, weil ich bin gefragt worden, ob ich helfe. Und ich bin ja eigentlich mal Manager gewesen, sowas Ähnliches. Und habe dann geholfen, die Dinge so in den Griff zu kriegen, dass es halt funktioniert. Wenn man von außen hinkommt, kann man leichter klären, als wenn man irgendwo auf einer Seite steht. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt ist grundsätzlich hervorragend. Am Thema Impfen scheiden sich die Geister. Inwiefern bekommen Sie denn das auch mit und inwiefern gibt es da vielleicht auch Diskussionen aufgrund Ihres Ehrenamtes? Wenn man sachlich argumentiert, dann gibt es schon Leute, die sagen, ich mag es trotzdem nicht. Ja, okay, dann muss man auch sagen, für mich ist es an sich egal, ob sich einer impfen lässt oder nicht. Der, der nicht geimpft ist, kann den Virus verbreiten und damit steckt der andere an. Und das ist sehr gegen die Solidarität in der Gesellschaft. Der Empfänger des Blumenstrauß der Woche, Herr Helmut Rauscher aus Berngau. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.